In diesem Video wollen wir uns mit der WWK Lebensversicherung beschäftigen, und zwar mit dem Tarif WWK Premium Fondsrente 2.0 nach dem Tarif FV22SX, nach dem neuesten Bedingungsstand von dem Jahr 2022. Wenn du also einen solchen Vertrag kürzlich abgeschlossen haben solltest oder gerade ein Angebot vorliegen hast und dir die Frage stellst, ob das das Richtige für deine Altersvorsorge ist, dann bleib dran und guck dir das Video aufmerksam bis zum Ende an. Willkommen bei diesem Video, mein Name ist David Tappe. Als unabhängiger Honorarfinanzanlagenberater helfe ich seit vielen Jahren mit meinem Team den Menschen, die Fragen zu ihrer Altersvorsorge, zu ihrem Vermögensaufbau und zu ihren Geldanlagen haben. Täglich kommen Menschen auf uns zu, um eben Klarheit zu bekommen, um einfach ihre offenen Fragen beantwortet zu bekommen, und zwar aus neutraler Quelle, wie wir sie sind, wo wir anhand von Fakten verschiedenste Produkte in der Vergangenheit schon erklärt haben. Und so ist es eben, dass jetzt auch wieder jemand zu uns kam mit einem solchen Angebot von der WWK mit der Bitte, dass wir doch mal Stellung darum nehmen, und das wollen wir jetzt hier in diesem Video mal gemeinsam machen. Bevor ich aber hier gleich auf das vorliegende Angebot eingehe, einmal kurz grundsätzlich, damit du das Ganze besser verstehen kannst, was wir hier machen. Das, was wir hier gleich durchgehen werden, ist natürlich ein konkretes Angebot. Das heißt, wenn du jetzt Unterlagen vorliegen hast, wird das möglicherweise bei dir abweichen. Das Ganze ist hier für dich also nur zur Orientierung zu sehen. Genaue Details können bei dir anders aussehen. Das können wir dann im persönlichen, kostenlosen Ersttermin im 1:1 natürlich auch für dich so aufbereiten und dir erklären. Zweitens, wenn es um Altersvorsorge geht, ist es in erster Linie wichtig, dass du es schaffst, dein Geld so anzulegen, dass du tatsächlich auch Rendite bekommst. Dass also durch Zinsen dein Geld über die Jahre natürlich wächst. Und deswegen legen wir bei diesen Vertragsprüfungen auch immer großen Wert darauf, herauszufinden, wie viel realistische Rendite ist denn am Ende hier abzuholen. Und der dritte Punkt ist, dass wir bei solchen Vertragsprüfungen, wie wir mittlerweile viele schon aufgenommen haben auf Videos und hier bei uns in der Firma, über 10.000 Vertragsprüfungen in den letzten Jahren durchgeführt haben, es natürlich immer einige grundsätzliche Annahmen und Grundregeln gibt, wie eine solche Prüfung abläuft. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt hier nicht detaillierter erklären, aber du findest unten in der Beschreibung sowohl ein Video als auch einen Blogartikel, was dir diese Grundregeln einer solchen Vertragsprüfung genauer erläutert. Wenn du es also sehr, sehr detailliert wissen willst, dann verweise ich auf dieses Video bzw. den Blogbeitrag, kannst du dir natürlich ganz in Ruhe angucken. Wir gehen jetzt aber mal hier in das Angebot, was eben hier vorgelegt worden ist, und markieren mal gemeinsam die wichtigsten Parameter. Also, wir haben hier WWK Premium Fondsrente 2.0. Wir haben hier eine Person, die ist geboren am 5.7.1993, ist jetzt also gerade 29 Jahre alt. Wir sehen hier einen Beginn, der 1. Februar 2022, und ein Vertragsende und damit der Beginn der Rentenzahlung 1.2.2060. Der ganze Vertrag soll also ganz klassisch bis zum 67. bespart werden und ab dann in die Rentenphase übergehen. Wir sehen hier etwas weiter unten, dass der monatliche Beitrag, der hier geplant ist, einzuzahlen, bei 300 Euro liegt. Und damit haben wir auch schon die wesentlichen Stammdaten ermittelt. Wir werden uns noch einen Wert angucken, und zwar den Rentengarantiefaktor. Den finden wir etwas weiter unten, und zwar hier. Der Rentengarantiefaktor, das bedeutet, wie viel Rente wird hier monatlich später ausgeschüttet pro 10.000 Euro Vertragsguthaben, liegt hier bei 24,93 Euro. Kleiner Hinweis an der Stelle, es ist so, wenn in diesem Vertrag, wo jetzt ja 300 Euro geplant sind, zukünftig Beitragserhöhungen oder Zuzahlungen gemacht werden, dieser Rentenfaktor auf diese Erhöhungssummen dann nicht mehr gilt, sondern dann gilt nur noch dieser reduzierte hier von 18,70 Euro. Wir gehen aber davon aus, dass hier einfach konstant die 300 Euro über die, was haben wir, 38 Jahre Vertragslaufzeit konstant durchbezahlt werden, und damit kalkulieren wir hier mit dem höheren Rentenfaktor. Bevor wir jetzt tiefer in den Vertrag eintauchen, kurz mal grundsätzlich zur Vorgehensweise, damit das nachvollziehbar und für dich greifbar ist. Als erstes haben wir uns hier bei diesem Vertrag angeguckt, welche Fondsanlage ist hier hinterlegt. Wir sehen hier, dass hier ein Fonds namens FMM hinterlegt worden ist, der uns hier vorgelegt wurde. Und der hat laufende Kosten bzw. eine ISIN-Nummer, und darüber ist der zuordnenbar. So, wir haben uns den Fonds angeguckt. Das ist der einzige Fonds, der hinterlegt ist, und es handelt sich hierbei um einen 100%igen Aktienfonds. Bedeutet, die Rendite dieses Fonds stammt ausschließlich aus dem Aktienmarkt. Jetzt ist es so, dass der Aktienmarkt im Durchschnitt über die letzten 50, 100 Jahre im Schnitt 9% pro Jahr Rendite gemacht hat. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal an, dass er das auch in der Zukunft tut, als Ganzes der Aktienmarkt. Die Entwicklung des einzelnen Fonds können wir natürlich nicht vorhersagen, aber wir können zumindest eine
objektive Annahme des Marktes, sprich des Aktienmarktes, hier ansetzen, um das Ganze irgendwie berechenbar zu machen. So, und damit haben wir eine Marktrenditeannahme von 9% auch für die Zukunft angenommen und müssen jetzt nur die Kosten, die auf der Ebene der Versicherung, die auf Ebene der Fondsanlage und der weiteren negativen Einflussfaktoren von den 9% abziehen. Und das, was übrig bleibt, ist dann die sogenannte Kundenrendite. Und anhand dieser Kundenrendite können wir dann eine realistische Hochrechnung bilden, wie viel Kapital hier später für die Einmalauszahlung oder eben für die Verrentung zur Verfügung steht. So, und jetzt gehen wir mal zusammen in die Kosten als erstes, die auf der Ebene der Versicherung entstehen, um die mal zu identifizieren, was hier aus den Angebotsunterlagen eben ersichtlich ist. Wir gehen dafür auf die Seite 15 und haben hier den Passus der Kosten. So, wir haben verschiedene Kostenarten identifizieren können. Und zwar als erstes gibt es die sogenannten Alpha-Kosten. Man nennt sie auch Abschluss- und Vertriebskosten. Die betragen hier in diesem Vertrag, hier steht es in Euro, 3.420 Euro und werden über die ersten Jahre verteilt. Das sind 2,5% der sogenannten Bewertungssumme. Das haben wir hier in Rot hinzugefügt. Kurz zur Erklärung, die Bewertungssumme ist der monatliche Beitrag mal 12 mal Vertragslaufzeit. Bei manchen Versicherern ist das gedeckelt auf 35 Jahre oder manche auch auf 30 Jahre. Wir haben das hier natürlich entsprechend nachberechnet und sehen das gleich im finanzmathematischen Gutachten, auf wie viele Jahre das hier gedeckelt ist. Betrifft natürlich immer nur Verträge, die besonders lang laufen. Als zweites haben wir hier die sogenannten Beta-Kosten. Die Beta-Kosten sind eine Art Verwaltungskosten, die vom monatlichen Beitrag abhängen oder gegebenenfalls auch von der Einmalsumme, die hier angelegt wird. Wir haben ja hier nur einen monatlichen Beitrag. Hier steht es auch an der Stelle, während der Dauer der Grundphase sind jährlich 198 Euro Verwaltungskosten für die Laufzeit von 38 Jahren einkalkuliert. Also die Grundphase ist die Ansparzeit und das sind eben 198 Euro pro Jahr, die hier berechnet werden. Genauso wie die Abschlusskosten ist es bei den Beta-Kosten und auch bei den Folgekosten, die jetzt gleich noch kommen, allerdings so, dass die dem Kunden, also dir, nicht separat in Rechnung gestellt werden, sondern aus dem Vertragsguthaben fleißig entnommen werden. Das heißt, umso wichtiger zu wissen, was hier eigentlich an den Beiträgen weggezogen wird, weil es sind eben nicht die 300 Euro, die jetzt hier monatlich in den Fonds reingehen und da lustig arbeiten und sich entwickeln, sondern es sind diverse Kostenpositionen, die eben davon abgezogen werden. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man sich vor Vertragsabschluss diese Kostenarten mal vor Augen führt und aber auch in einen Vergleich setzt, wie denn andere Tarife unter Umständen abschneiden, damit man das greifen kann. Zweiter bzw. dritter Kostensatz sind die sogenannten Gamma-Kosten. Die betragen hier 0,55% pro Jahr. Steht hier auch in dem Fließtext. Während der Dauer der Ansparzeit sind jährlich Verwaltungskosten in Höhe von 0,55% des Fondsguthabens mindestens jedoch 36 Euro fällig bzw. einkalkuliert. So, 0,55 klingt irgendwie nicht viel, könnte unter Umständen aber viel sein. Diese 0,55% fallen jedes Jahr immer wieder an und zwar auf ein immer größer werdendes Guthaben. Weil durch die monatlichen Beiträge und durch die Zinsen, die ja entstehen, wächst ja das Vertragsguthaben von Jahr zu Jahr. Und diese 0,55 fallen eben jedes Jahr auf ein immer größeres Guthaben an. Und das hat natürlich zur Folge, dass dieser Betrag in Euro sich auf die Jahre wie so eine Schere immer weiter auseinanderbildet und in Summe dann doch eine ordentliche Summe ausmachen kann. Werden wir gleich im Gutachten genauer sehen. So, und jetzt haben wir die Kostenarten, die wir jetzt gleich für das finanzmathematische Gutachten benötigen, um das Ganze vergleichbar zu machen, erfasst. Jetzt gibt es allerdings hier noch auf der Seite 17 in den Angebotsunterlagen hier einen Hinweis zu den derzeitigen Überschussbeteiligungen. Die Versicherer geben jedes Jahr ihre Überschussbeteiligungen erneut fest und bekannt. Und für das Jahr 2022 ist ein Überschusssatz von 1,5% während der Beitragszahldauer festgelegt worden. So, wir hören also schon, das kann sich jährlich ändern. Wir sind jetzt hier wohlwollend davon ausgegangen, dass das über die nächsten 39 Jahre exakt so bleibt und haben diesen Überschuss auch mit reingerechnet. Und der hat nämlich zur Folge, dass die Beta-Kosten, die 5,5%, die wir hier oben haben,
in unserer Berechnung nicht bei 5,5 liegen, sondern bei 4,0, weil wir eben diese 1,5 davon abziehen und das eben durchgehend so annehmen, dass das auch für die Zukunft stattfindet. So, und jetzt gehen wir mal in die Kalkulation der Fondskosten und gucken uns die genauer an. Wir haben uns hier die wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Fonds besorgt. Hier kann man nachgucken, wo und wie der Fonds investiert. Uns interessieren in dem Fall allerdings die Kosten, die der Fonds mit sich bringt. Und zwar haben wir hier laufende Kosten von jährlich 1,62%. Genau wie die Gammakosten auf ein immer größer werdendes Guthaben, sind das eben laufende Kosten, die hier entstehen. So, jetzt haben wir hier rechts am Rand markiert, und zwar die Kennziffer laufende Kosten wurde zum letzten Geschäftsjahresende des Fonds per 31. Dezember 2020 ermittelt. Sie beinhaltet alle Kosten und sonstige Zahlungen des Fonds, exklusive der Transaktionskosten und eventueller erfolgsabhängiger Vergütung, und setzt diese in Bezeichnung zum Fondsvermögen, Beziehung. Also, Hinweis Nummer 1, dieser Kostensatz bezieht sich auf das letzte vollendete Geschäftsjahr. Bedeutet, die Kosten können je Geschäftsjahr unterschiedlich ausfallen. Als Kunde wirst du nicht gefragt und auch nicht informiert darüber, dass hier Kostenänderungen stattfinden, sondern es ist in der Regel so, dass du auf Eigeninitiative selbst erfragen bzw. erforschen musst, wie hoch denn die Kosten des Fonds im vergangenen Jahr waren, dann wenn es schon gelaufen ist. Das heißt, wir könnten hier theoretisch abweichende Fondskosten annehmen, wir machen es aber an der Stelle einfach und sagen, dieser Kostensatz, den setzen wir für die Zukunft genauso an, wie er jetzt hier aufgeführt ist. Dann steht hier drin, alle Kosten enthalten, exklusive der Transaktionskosten. Heißt also, die kommen nochmal oben drauf. Das ist schon mal der Hinweis, da gibt es noch mehr Kostenarten, die hier nicht enthalten sind. Die Transaktionskosten sind eben aufgeführt, genau wie die fondsabhängigen Erfolgsvergütungen. Die haben wir hier, weil sie derzeit nicht erwähnt werden, für die Zukunft komplett weggelassen. Transaktionskosten, das ist ein Zusatzfaktor, den wir hier noch mit berücksichtigen müssen, der noch dazukommt. Und zwar, die Transaktionskosten entstehen immer dann, wenn der Fonds auf Börsenebene Aktien kauft und verkauft. Diese Transaktionskosten, da gibt es Literatur drüber, ist je Fonds natürlich unterschiedlich, je Volatilität des Marktes ebenfalls. Und in einigen Jahren sind das vielleicht 0,5%, in einigen Jahren sind das aber auch über 3%. Das heißt, wir müssen auch hier eine seriöse, vorsichtig getroffene Annahme treffen, wie hoch wir die Transaktionskosten hier ansetzen. Wir gehen hier in dem Fall vorsichtig mit 1% pro Jahr in die Kalkulation der Transaktionskosten. Es gibt aber noch zwei weitere Faktoren, die wir hier auch mit berücksichtigen müssen, die nicht direkt Kosten, buchhalterisch anfallende Kosten sind, aber in unserer Betrachtungsweise von der Marktrendite ausgehend müssen wir sie trotzdem mit berücksichtigen. Und zwar ist das zum einen der Renditeverlust durch das aktive Management. Die Strategie, die der Fonds fährt, ist eben, dass aus einem Markt regelmäßig attraktive Aktien, vermeintlich attraktive Aktien, herausgepickt werden, die gekauft und zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkauft werden. Und dieser aktive Ansatz, der in einer gewissen Weise immer wieder mit Prognosen und teilweise auch Spekulationen arbeitet, sorgt dafür, dass man regelmäßig, beziehungsweise Fondsmanager, regelmäßig eben auch mal Renditen liegen lässt, die am Markt entstehen. Und da wir ja von einer Marktrendite ausgehen, führt das dazu, da gibt es hunderte Studien, die das belegen, dass immer wieder mal Renditen, die am Markt entstehen, halt nicht mitgenommen werden. Bei manchen Fonds passiert das, dass es dazu führt, in einigen Jahren, dass sehr wenig bis gar keine Rendite ankommt. Bei manch einem Fonds gelingt das natürlich über eine gewisse Zeit sehr gut, aber im Mittelwert ist es so, dass nahezu alle Fonds auf eine längere Zeit gesehen damit einfach Renditen vernichten. Und diesen renditemindernden Faktor setzen wir hier sehr human mit 0,5% per anno an. Der dritte Faktor, den ich gerade noch erwähnt habe, der hier ebenfalls zugehört, ist die sogenannte Cashlock-Falle. Cashlock-Falle bedeutet, wenn du in diesen Fonds investierst, sagen wir jetzt mal 100 Euro, dann werden in der Regel nie die 100 Euro angelegt, sondern der Fonds hat immer eine sogenannte Cash-Reserve. Also hier haben wir uns die weiteren Detailunterlagen zu dem Fonds besorgt, eben von der WWK. Und hier können wir jetzt sehen, dass der Cash-Anteil bei unglaublichen 18,79% liegt. Das heißt, wenn du hier 100 Euro investierst, werden 18,79 Euro nicht angelegt und bringen damit keine Rendite. Das heißt, in Bezug auf deine 100 Euro, die du investiert hast, ist das ein enormer renditemindernder Faktor, der hier ebenfalls mit zu berücksichtigen ist. Wir haben uns hier über die Historie
herausgeguckt, ob dieser Anteil in den letzten Jahren wirklich immer so hoch ist. Wir haben keinen geringeren Wert gefunden. Theoretisch müssten wir jetzt mit diesem Wert rechnen. Allerdings haben wir den wohlwollend pro dieses Fonds in dem Sinne reduziert auf 10%. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass dieser Fonds seine Cash-Reserve in der Zukunft ein bisschen relativiert und im Mittelwert auf nur 10% anpasst. Und das führt eben dazu, ausgehend von unserer Marktrendite, dass wir selbst bei 10% immer noch hier einen Renditeverlust von 0,86% pro Jahr mit berücksichtigen müssen. Das heißt, diese drei Faktoren zusammengerechnet machen 2,36% pro Jahr aus, die wir zusätzlich zu den laufenden Kosten des Fonds mit erfassen müssen, weil sie unmittelbar mit der Fondsauswahl bzw. mit der Kapitalanlage zu tun haben. Jetzt gibt es aber noch eine gute Nachricht. Bevor ich die aber erkläre, kurz nochmal der Hinweis. Wenn dir das mit diesen drei Faktoren jetzt zu schnell ging, dann verweise ich unten in der Beschreibung. Eine Option findest du diverse Lektüre und Quellenangaben, unter anderem zu solchen Büchern, die dieses Thema nochmal detaillierter erläutern, wo du mit Studien und so weiter dir das Ganze natürlich theoretisch selbst aneignen kannst und nachvollziehen kannst. Einfacher ist es sicherlich, wenn du dich einfach bei uns meldest, wir das für dich konkret durchrechnen und gucken, wie diese Faktoren bei dir ausfallen und dann erklären wir dir das im 1:1-Gespräch. Was die laufenden Fondskosten angeht, gehen wir nochmal zurück in das Angebot des Versicherers, denn hier haben wir nämlich eine Information darüber, dass auf Seite 18 eine aktuell laufende Überschussbeteiligung aufgeführt ist. Das heißt, der Fonds zahlt derzeit einen Überschuss an den Versicherer zurück, also einen Teil seiner laufenden Kosten, und der Versicherer WWK zahlt das wiederum derzeit dem Kunden. Diese Überschussbeteiligung kann variieren. Sie kann geringer bzw. ganz wegfallen und auch der Versicherer kann natürlich diese Überschussbeteiligung an den Kunden teilweise reduzieren, teilweise komplett streichen. Da gibt es wieder Variablen. Wir gehen davon aus, dass der Versicherer diese Überschussbeteiligung für die nächsten Jahre, konkret die nächsten 38 Jahre, konstant bezahlt und ziehen daher von den laufenden Fondskosten diese hier aufgeführten 0,8% Erstattung wieder ab. Und damit liegen die Fondskosten dann eben nicht bei, 1,62, sondern eben nur noch bei 0,82. So, und jetzt haben wir die Kosten des Versicherers, die Kosten der Fondsanlage, als aber auch die weiteren negativen Einflussfaktoren alle ermittelt. Und jetzt gehen wir mal in das finanzmathematische Gutachten, was wir erstellt haben, wo wir sehen, wo wir jeden Wert, den wir gerade recherchiert haben, angegeben haben. Also, zunächst einmal haben wir hier unter den Vorgaben die allgemeinen Parameter, bedeutet den monatlichen Beitrag, die Vertragslaufzeit, dann das Eintrittsalter. Dann haben wir hier gesagt, bei den anlagerelevanten Parameter, was ist hier für eine Anlage hinterlegt? Ein Fonds, und zwar ein 100%iger Aktienfonds mit einer Marktrenditeannahme von 6 und 3, also 9%. Dann haben wir hier unter den kostenrelevanten Parametern einmal die gerade erklärten reduzierten Fondskosten in der Unterstellung, dass das über die nächsten 38 Jahre genauso läuft. Dann die negativen Einflussfaktoren, die wir hier mit eingebaut haben, eben erläutert und insbesondere bei der Cashlock-Falle schon deutlich reduziert zu dem, was wir recherchiert hatten. Dann haben wir hier die Gamma-Kosten, die der Vertrag hat auf der Versicherungsebene. Dann haben wir hier die Abschluss- und Vertriebskosten, die verteilt werden auf 60 Monate, also 5 Jahre. Dann haben wir hier die ebenfalls durch Überschussbeteiligung reduzierten Beta-Kosten, wo wir davon ausgegangen sind, dass diese 1,5% Überschussbeteiligung auch die nächsten 38 Jahre gilt. Und dann kommen wir auf die Ergebnisseite. Im Ergebnis sehen wir jetzt, dass das insgesamt eingesetzte Kapital 136.800 Euro beträgt. Das ist also der monatliche Beitrag, 300 Euro mal 12 mal 38 Jahre. Im Ergebnis sehen wir, dass hieraus nach unseren Berechnungen ein Wert von 325.384 Euro zu erwarten ist, als Endvertragsguthaben. Und daraus ergibt sich die Möglichkeit einer sofortigen einmaligen Auszahlung. Die Differenz sind die Steuern, die darauf fällig werden nach unseren Berechnungen, sind also gute 302.000 netto. Alternativ eine monatliche lebenslange Rente von 811 Euro. So, wir werden jetzt mal beide Varianten durchspielen.
Variante 1 ist die Einmalauszahlung. Bei der Einmalauszahlung könnte man auf den ersten Eindruck sagen, man hat ja hier die Summe 136.000 zu 302 deutlich überschritten, also deutlich verdoppelt. Problem allerdings, wir reden hier über eine sehr lange Vertragslaufzeit und da kommt natürlich das Thema Inflation ins Spiel. Die Inflation, wenn wir sie auch nur mit 2% im Durchschnitt annehmen, reduziert natürlich den Wert dieser 302.000 ja, ziemlich deutlich. Wir haben das mal ausgerechnet, in 38 Jahren liegt der Wert bei 2% Inflation dieser Summe nur noch bei 142.000 Euro. Das heißt, aus den 136, die hier investiert werden, werden nur noch 142 nach Abzug der Inflation. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt viel mehr. Und auf der anderen Seite darf man natürlich das Problem auch jetzt nicht der WWK zuschreiben oder des Fonds, sondern es ist ein Thema, was generell in der Altersvorsorgeplanung mit berücksichtigt werden muss, die Inflation. Ich sehe es immer wieder, dass es vergessen wird, darum erwähne ich es hier so deutlich. Die andere Variante ist die monatliche Rente. 811,18 Euro lebenslange Rente. Wir haben jetzt mal ausgerechnet, wie lange muss denn unser Max Mustermann leben, damit er mit der Rentenvariante besser fährt als mit der Einmalzahlung. Die Antwort lautet 33 Jahre. Nach unseren Berechnungen muss er 33 Jahre in Rente sein, damit er über die monatliche Rentenzahlung genauso viel erhalten hat wie über die Einmalzahlung. Das heißt, wenn er mit 67 in Rente geht, muss er sage und schreibe 100 Jahre werden, um plus minus null zu fahren. Und ab dann macht er quasi erst Gewinn mit der Rentenvariante. Wenn wir jetzt noch davon reden, dass ja die Inflation auf die Rente auch berücksichtigt werden müsste, dann wieder bei 2%, liegt der Wert der Rente schon nur noch bei 382 Euro. So, dann reicht natürlich das 100. Lebensjahr überhaupt nicht mehr und er muss noch deutlich viel älter werden. Warum sind diese Ergebnisse so ernüchternd? Der Grund liegt hier in der Mitte, in dieser Blackbox. Das ist das, was die meisten Berater nicht wirklich kennen oder ihnen auch die Software fehlt, um das so aufzurechnen und zu erklären. Und die Kunden schaffen es auch nicht, das so darzustellen mit irgendwelchen Excel-Programmen. Dafür haben wir hier unsere Software. In diesem Block hier sehen wir einmal die Kosten, die auf der Ebene der WWK entstehen, aufgrund des Versicherungsvertrages über die 38 Jahre. Und wir sehen hier die Kosten, die direkt und indirekt mit der Kapitalanlage, mit der Fondsauswahl zu tun haben. Beides zusammen knappe 180.000 Euro. Und hier drin befindet sich auch das Potenzial, an der einen oder anderen Schraube zu drehen, das Ganze zu optimieren und hier ein paar Zehntausender einzusparen, was bei gleichem Kapitaleinsatz, bei gleicher Renditeannahme automatisch dazu führt, dass hier erheblich mehr rauskommt. Das bedeutet, durch das Umstellen einiger Variablen gibt es die Möglichkeit, was wir vielfach schon getan haben, hier die Endwerte nachvollziehbar und logisch deutlich zu erhöhen. Also solltest du dir selbst die Frage stellen, ob das etwas ist, was dich interessiert, wenn du beim gleichen Kapitaleinsatz, bei der gleichen Renditeannahme, nur durch ein paar Umstellungen hinten raus deutlich mehr Geld zur Verfügung hast. Früher in Rente gehen kannst, flexibler über dein Geld verfügen kannst und eben auch mit einer Einmalzahlung oder der Rente deutlich länger auskommst. Und das ist das, was wir auch unserem Kunden geraten haben und dann genau erklärt und gezeigt haben, wie er eben mit seinem vorhandenen Budget, seinen 300 Euro, auf lange Sicht deutlich mehr rausholen kann. Und wenn dich das jetzt interessiert und du wissen willst, wie sind die Parameter bei dir, wie sieht es bei deinem Vertrag oder Angebot aus, hast du auch Möglichkeiten der Optimierung, dann melde dich gerne bei uns, geh auf www.tappeconsulting.de, informier dich und dann buch ein kostenloses Erstgespräch und dann werden wir rausfinden, wie bei dir die Parameter sind und wo bei dir noch die Möglichkeiten sind, einfach mehr für dich rauszuholen. Also ich freue mich auf dich. Bis bald, dein David.